habe von meiner Mutti gelernt, ich soll ganz schnell wegrennen, wenn mich fremde Männer ansprechen. Ach, dumm! Wieso? Wenn sie mir nicht antworten, gehe ich einfach weiter. Wir haben hier Nummer 1 und 2. Wie schwarz und weiß. Wie Feuer und Benzin. Und das hier in der Mitte musst du dir vorstellen wie eine Mauer. Ich sehe aber keine. Da ist doch keine. Du musst dir das vorstellen. Kinder haben doch Fantasie. Wie denn? Wir Erwachsene benutzen da Papier, um darauf Striche zu malen, die uns sagen, wo Mauern sind. Sonst würdet ihr ja dagegen rennen. Nein, dafür sind wir ja da. Wir passen auf, dass keiner durchkommt. Wir müssen uns vor uns schützen, sonst gäbe es uns ja nicht. Die ganze menschliche Geschichte wäre hinfällig. Du musst doch auch einfach mal darauf hören, was die Erwachsene sagen. Na, aber wenn man sie sowieso schon nicht sieht, kann man sie dann nicht ganz weglassen?